Thomas, die kleine Lokomotive. Oh. Ja, das ist komplett weggeschmolzen. Die teuerste Räucherkerze der Welt. Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und dieses Video macht keinen Sinn. Aber worum geht es hier heute eigentlich? Ganz einfach, Makita, Akkuschrauber, Schrauben kaputt machen. Ende aus Mickey Mouse. Genau darum geht's. Nämlich, ich möchte ganz bewusst diesen Schrauber, den DDR482 kaputt machen. Vor kurzem haben wir ein Video gedreht, wo wir alle Makita Akkuschrauber, die ganze Range stehen hatten und ich euch erklärt habe, welcher ist wie stark, wie sortiert er sich ein und so weiter und so fort. Und dabei habe ich für euch auch ein paar Schrauben reingedreht in Holz, damit ihr auch mal so ein bisschen einschätzen könnt, wie schlagen sich die einzelnen Geräte untereinander. Dabei haben wir Folgendes festgestellt. Erstens, der hier ist brushless, das haben wir festgestellt, das wussten wir natürlich vorher schon, aber wir haben auch Folgendes gehabt, wir hatten hier Rauchschwaden. Vielleicht blende ich das hier nochmal ganz kurz ein. Rauchschwaden, sehr schön. Und bei den Rauchschwaden haben einige von euch kommentiert, ja, wie würde er denn sich verhalten, wenn man das öfter macht? Wenn man das wiederholt macht, wiederholt, geht der Motor dann kaputt, geht der Motor nicht kaputt und so weiter und so fort. Und natürlich haben wir hier einen Bildungsauftrag und wollen hier, und einen wissenschaftlichen Bildungsauftrag, und wollen natürlich rausbekommen, geht er wirklich kaputt, wenn wir ihn zu sehr quälen? Und übrigens auch falsch bedienen. Wenn ihr Folgendes macht, ihr nehmt den Akkuschrauber und nehmt ihr hinten die Luft komplett. Also haltet das hier zu, um ihn festzuhalten und hier reinzuschrauben. Ja, dann geht er natürlich auch noch schneller kaputt. Aber mal gucken, ob wir es auch so hinkriegen. Die kleine Lokomotive. Oh. Oh, schaut mal hier. Hört mal. Weiter. Hört ihr das? Hört sich anders an. Eieieiei. Uiuiui, das ist nicht mehr so schön und hört sich auch nicht mehr so gut an. Aber Freunde, was muss, das muss, oder? Also auf jeden Fall, er dreht sich noch. Nee. Jetzt ist, glaube ich, jetzt ist vorbei. Oh, da, oh. Da hinten flackert's raus. Oh, jetzt. Jetzt ist er durch. Ja, das war's. Man hat kurz hier hinten das letzte Mal flackern sehen. Oh, schaut mal hier. Da ist es richtig geschmolzen. Da an der Stelle. Schaut mal, ich zeige euch das mal. Das ist komplett weggeschmolzen. Hier, da. Kann man es verformen? Also ja, ja, hier. So warm, ja. Da, hier, da sieht man es. Ende. Hier unten nicht, aber da ist wirklich Ende. Nee, das war's. Ich mache zur Sicherheit mal den Akku raus. Die teuerste Räucherkerze der Welt. Also, ihr habt Folgendes gesehen. Das Gerät ist jetzt wirklich gestorben. Wir haben ihn wirklich jetzt kaputt gemacht. Und ihr habt aber auch gesehen, wie schnell es geht. Das heißt, wir haben es wirklich geschafft, hier das Gerät so weit in die Überlast zu bringen, dass es so heiß wurde, dass es innen in sich verschmolzen ist und jetzt wirklich fest, auch wirklich fest ist. Ja, das ist das Ende. Und warum zeige ich euch das? Aus mehreren Gründen. Nummer eins, weil es Spaß macht. Klar.
Aber Nummer zwei, damit ihr das nicht nachmacht oder dass ihr diesen Fehler nicht macht. Denn ihr könnt das natürlich verhindern. Nummer eins, ihr könnt dafür sorgen, dass das Gerät genügend Luft bekommt. Haltet es hier nicht zu. Man neigt dazu, wenn man so ein... Oh, das ist ganz schön heiß hier, das stinkt. Aber wenn man so ein Gerät nimmt, neigt man dazu, hier anzufassen, um es zu stabilisieren. Das ist aber nicht gut, weil damit... es ist natürlich so, dass ihr die Luftzirkulation hier verhindert. Wenn es richtig zuhaltet, richtig schlimm. Nummer zwei, wenn es kein brushless Gerät ist, und auch brushless Geräte solltet ihr nicht überlasten, aber wenn es kein brushless Gerät ist, achtet wirklich darauf, dass ihr ihn nicht überlastet. Nicht so stark überlastet, wie ich das hier gemacht habe. Denn dann kann genau das hier passieren und genau dann wird sich euer Gerät in Luft auflösen oder jetzt hier in Qualm auflösen. Und das ist doch nicht schön, oder? Das wollte ich euch nur zeigen. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, dass ich heute Makita genommen habe. Das würde auch mit jedem anderen Hersteller genauso passieren. Aber da ihr beim letzten Mal sowieso schon so einen Knacks weg hatte, habe ich gedacht, wenn, dann machen wir es so. Und da passiert hier gar nichts mehr. Aber die Lampe geht noch. Aber die Lampe geht noch, genau. Nein, macht das nicht nach. Ja, und jetzt ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.